Der Bayerische Volksbildungsverband, 1906 von Pädagogen Georg Kerschensteiner gegründet, ist heute bekannt für seine außergewöhnlichen und hochwertigen kulturellen Veranstaltungen. Darunter Vorträge, Seminare, Konzerte oder auch Studienreisen durch Bayern, Deutschland und Europa, sowie kunsthistorischen Führungen in München und Umgebung. Bei Konzerten stehen Schloss Schleißheim und Schloss Nymphenburg im Mittelpunkt. Außerdem seit vielen Jahrzehnten Kloster Benedikt Beuern mit seiner akustisch brillanten Basilika. Diese ist im September 2013 erneut Aufführungsort für die Benedikt-Beuerer Konzertreihe. Eröffnet wird der Reigen am Sonntag, den 1. September, mit einem Konzert für Panflöte und Orgel. Ulrich Herkenhoff, international renommierter Musiker, spielt zusammen mit dem Organisten Matthias Keller Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Arcangelo Corelli. Die Messe G-Dur von Franz Schubert und das Vespere Solente Confessore von Wolfgang Amadeus Mozart werden am Sonntag, den 8. September, aufgeführt. Unter der Leitung von Thomas Gropper intonieren die Azis-Vokalisten und das Ensemble Nymphenburg das elegische Oratorium sowie die in 6 Sätzen komponierte Vesper. Unter dem Leitthema Verleih uns Friede lässt der Knabenchor Collegium Juvenum Stuttgart zusammen mit der Camerata Andex die Basilika erklingen. Andreas Schwankart leitet das Konzert am 5. September mit Werken von Franz Schubert und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Den Schlusspunkt setzen am 22. September der Basilikachor Benedikt Beuern und das Kammerorchester Miesbach unter Hans Peliak. Es handelt sich um ein Krönungskonzert für den ehemaligen böhmischen König Leopold II. Für Informationen und Anmeldungen stehen wir Ihnen unter bvv-ev.de zur Verfügung.